Der erste Fernsehauftritt in der ARD von Barbara Schöneberger, damals in einer großen Unterhaltungsshow. Geld oder Liebe? Nämlich beim Kollegen Jürgen von der Lippe als Statistin. Und da war alles Statistin, da. Der ganze, jetzt machst du es klein. Als Tänzerin. Naja, jetzt machst du es groß. Ja? Barbara Schöneberger, damals noch Soziologiestudentin, die sich bei einer Eventagentur mit solchen Jobs was dazu verdiente, anstatt Taxi zu fahren. Da war ich 19. 19. Das war so schön, war ein Einstieg. Ein Wunder, dass es nicht gleichzeitig auch ein Ausstieg war eigentlich. Auch bei diesem atemberaubenden Auftritt im BR ist Barbara noch Dekoration, neben dem ausnahmsweise mal singenden Franz Lambert. Aber noch im selben Jahr, als kartengebende Assistentin von Elmar Hörig, gelingt ihr Durchbruch. Was ich immer wieder interessant finde, ist, dass ich früher so wahnsinnige Angst davor hatte, unterschätzt zu werden. Also da hatte ich wirklich keine Lust, auf so eine Blondchenrolle so festgelegt zu werden. Hab aber dann trotzdem ja voll die Klischees bedient und hab die Karten da aufgelegt und hatte nichts zu sagen. Ich habe mich unheimlich gewehrt, innerlich und dann auch später äußerlich, durch eben große Klappe und so. Das geht mir mächtig auf den Zeiger, wenn die mehr Beifall als ich kriege hier. Lass uns dieses Opening abbrechen und du stellst mir einfach meine Frage. Weißt du auch, wieso die... Was für eine Frage soll ich stellen? Du fragst mich, Barbara, haben denn die Kandidaten unsere Karten gemischt? Und ich sage ja. Und dann sagen wir, hier sind unsere Kandidaten. Wie? Hi. Ich habe mir am Anfang meiner Karriere noch nicht mal gedacht, dass ich irgendwann mal wirklich was mit Fernsehen machen würde. Für mich war das immer eine Übergangslösung und ein Riesenversehen und ein Missverständnis. Und ich dachte, irgendwann merken alle, dass es nicht sein kann. Und dann gehe ich wieder zurück. Es ist wohl doch schon so, dass man mich nicht zwingen musste, mich zu produzieren vor Publikum. Das liegt dem Ganzen zugrunde und das ist natürlich auch das, was mich immer irgendwie weitergebracht hat. Ich habe aber nie mich irgendwo vorgestellt und gesagt, ich will es unbedingt. Das wird Sie interessieren, Sie kommt aus einer musischen Familie. Ihr Vater war Klarinettist. Er ist es noch immer. Er ist Solo-Klarinettist. Gott sei Dank. Solo-Klavo. In München. An der Bayerischen Staatsoper in München. Na, ja. Sehen Sie. Und zunächst und aus der Tochter ist bisher nichts geworden. Oh. Nein, Alter. Und ob was draus geworden ist. Heute stellt sie die Fragen. Premiere heute Abend, die wunderbare Barbara Schöneberger. Ja. Hallo. Die Premiere. Geben Sie ihr einen Applaus. Sie hat ihn verdient. Deutschlands Entertainerin Nummer 1, 2 und 3. Ich möchte ganz normal leben und ab und zu mache ich halt mal Fernsehen und dann den Rest der Zeit bin ich dann wieder mit den normalen Leuten zusammen. Und genau das macht dich so sympathisch, liebe Barbara. Ja, das stimmt. Ja, ich bin wirklich der Star fürs Volk.